Ja, liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Damen und Herren, ich möchte mich für den Antrag bedanken, möchte mich bedanken dafür, dass Sie tatsächlich einmal, ich weiß nicht, haben Sie vielleicht auch schon mal gemacht, aber dass wir, Sie wissen, ich bin immer begeistert, wenn wir über qualitative Fragen der Schulentwicklung sprechen. Und in der Tat ist die Frage der Schulleitungen eine ganz zentrale Stellschraube. Und ich möchte überhaupt nicht alles wiederholen, was Sie da hervorgehoben haben. Ich möchte auch nicht darüber streiten, ob wir jetzt den bestimmten oder unbestimmten Artikel nehmen, ob es die wichtigste, einzig wichtigste oder eine der wichtigen Stellschrauben ist. Auf jeden Fall möchte ich eben ein paar hervorheben, dass ich durchaus ein paar positive Punkte habe, wo ich denke, wenn wir zum Beispiel das, was Sie schreiben, verwirklichen, dass wir Vakanzen gar nicht erst entstehen lassen, weil so frühzeitig ausgeschrieben wird, dann ist Ihnen auch, glaube ich, der Applaus meiner Fraktion sicher. Das war jetzt euer Stichwort. Genau, danke. Manches, ja, das mache sonst ich, aber wenn Sie das übernehmen könnten, Herr Oberg. Manche Punkte, denke ich, sind ja auch jetzt nicht so neu. Also, dass wir eine Schulleiterakademie haben und dass wir schon auf dem Weg sind, zu sagen, die Schulleitungen brauchen Führungsmanagementkompetenzen, brauchen da diese spezielle Fortbildung. Das ist ja auch bereits verankert, dass man anders nicht mehr Schulleiter werden kann. Sie haben auch, glaube ich, auch als Konsens können wir festhalten, dass es Verwaltungsleitungen zu haben. Hausmeister, glaube ich, waren noch nie strittig. Es waren auch die Sekretärinnen nie strittig und auch die IT-Experten sind unterwegs. Der Ausbau, das betreiben wir gemeinsam und deshalb möchte ich zu meinem zentralen Dissenspunkt kommen. Ne? Ich sag mal, auch dass Sie sagen, die Grundintention, eine neue Art von Qualitäts- und Leistungsorientierung zu verankern, finde ich nicht schlecht. Aber ich sage mal, es wird noch keine gemeinsame Bildungslinie daraus, dass Sie an Gymnasien denken und dann noch Brennpunkt draufschreiben. Weil was Sie hier machen, Sie sagen, wir probieren jetzt mal nur an Brennpunktschulen aus, dass Schulleiter, die es nicht innerhalb von 2 Jahren hinkriegen, dass wir die leichter loswerden. Ja, das sage ich mal. Das ist echt angemessene Reaktion auf das Problem, dass wir nicht unbedingt einen Überfluss an Leuten haben, die sich diese Aufgabe an den schwierigsten Berliner Schulen jubelnd anziehen. Und gerade bei denen wollen Sie auch noch mal immer bestärken, immer wieder die Stigmatisierung, da gibt es ganz schlechte Schulen und dann ist es und so weiter und dann das Karussell da andrehen. Ich bin gespannt, ob Sie damit die Leute begeistern, diese Aufgabe zu übernehmen. Und ich sage mal, ich finde es einen faulen Koalitionskompromiss, wenn Sie als CDU sagen, na ja, dann machen wir es an den Brennpunktschulen, das sind ja nicht unsere Leute. Was sich die SPD dabei denkt, ist mir nicht ganz klar. Lassen Sie es uns Brennpunktschulen unabhängig versuchen, in so ein Modell reinzukommen, dann wäre ich, glaube ich, sogar dabei. Es wäre ganz wichtig, bestimmte Dinge wie Lernerfolg und so weiter. Das kann man auch an Gymnasien, man kann auch da was vereinbaren. Man muss Schul- und Qualitätsentwicklung nicht immer nur an den Katastrophenfällen ausprobieren. Es wäre auch was zu sagen, liebe Gymnasien, wie viele eurer Kinder führt ihr wirklich erfolgreich zum Abitur? Nehmt ihr euch vor, dass wir mal mit anderen Gymnasien bundesweit mithalten können oder was auch immer? Also lassen Sie das mal von dieser, alles Bildungspolitik muss, oder jeder Antrag ist erst fertig, wenn da irgendwo das Wort Brennpunkt drin vorkommt, dann können wir, wie gesagt, noch besser zusammen Bildungspolitik machen. Vielen Dank.